Herzlich willkommen zum ersten Videoblog. In meiner persönlichen Lebensgeschichte, in meiner ganzen Vita, das erste Mal, dass ich diesen Videoblog starte. Und ich fange an mit einer Frage, die ihr gestellt habt im Internet. Und sie lautet: Wie kann ich ein richtiger Christ werden und was muss man dafür tun? Sehr gute Frage. Ich meine, manche Leute behaupten ja, man müsste in die Kirche gehen, um ein Christ zu werden. An Weihnachten, an Ostern, vielleicht auch nur an Weihnachten. Die Logik, da stehe ich nicht ganz so drauf, weil ich würde sagen, man wird ja auch nicht zum Auto, wenn man in die Tiefgarage geht, und auch nicht zum Burger, wenn man zum McDonald's geht. Von dem her ist die Frage, was steckt dahinter? Nicht nur, wenn ich zu einem Unternehmen gehe, das etwas anbiete, werde ich nicht zum Produkt. Also, wie kann ich Christ werden? Jesus wurde diese Frage auch gestellt und er hat sehr interessant geantwortet. Wie so oft, im zweiten Teil der Bibel kannst du das nachlesen, da sagt er, du musst von Neuem geboren werden. Ich hätte mir gedacht, ja, gute Idee, Jesus, aber wie soll das gehen? Soll ich zurück in den Bauch krabbeln von meiner Mama? Soll ich nochmal die Wehen einleiten oder wie soll das gehen? Er hat das natürlich als Bild gemeint und ich möchte das kurz aufmalen, weil ich das in meinem eigenen Leben eben auch erlebt habe, was das bedeutet. Ich habe hier mein Flipboard vorbereitet nach iPad und iTouch und so weiter. Ist das eine neue Erfindung von mir? Morgen im Handel erhältlich. Ich male dich, ich male Gott. Gott male ich als Herz. Mal gucken, ob du erkennst, wer dann du bist und ob man das Herz erkennen kann. Ja, so ging es mir in meinem Leben, also das ist das Herz, das bist du, so ging es in meinem Leben eben auch. Ich habe mir gedacht, ich merke irgendwo, da gibt es irgendwas, da gibt es diesen Gott, aber ich weiß nicht, wie ich in Kontakt treten kann, weil es war mir so, wie wenn da ein Graben wäre oder eine Mauer war. Ich hätte auch im Gebet mit diesem Flipboard reden können, vom Gefühl her, weil es war wie wenn es an der Zimmerdecke abprallt. Und meine Frage war immer, wie kann ich denn diese Beziehung mit Gott haben? Und du kannst viel probieren, ich habe auch viel probiert, ein moralisch gutes Leben zu haben. Ich habe Jugendarbeit gemacht, habe gedacht, ich probiere einfach das Beste draus zu machen. Wie so Bausteine, die versuchen, diesen Graben zu füllen. All das habe ich gemerkt, funktioniert nicht wirklich und ich komme auch nicht wirklich weiter. Und dann hat mir jemand davon erzählt, von der Botschaft von Jesus, weil Jesus geht einen Schritt, der ist gewaltig, ich möchte es dir einzeichnen. Er kommt auf diese Welt und sagt, all das, was dich limitiert, alles, was dich davon abhält, auch diese Beziehung mit Gott zu haben, nehme ich zu mir, indem ich am Kreuz sterbe. Und dieses Kreuz habe ich aufgemalt als Beispiel, dass der Weg frei ist für eine neue Liebesbeziehung oder zum ersten Mal eine Liebesbeziehung mit Gott. Das ist unfassbar, das muss man erleben, das muss man ausprobieren, weil man es nicht wirklich mit seinem Kopf greifen kann. Nur wenn du fragst, was muss ich dafür tun, ist es auf der einen Seite eine Entscheidung, dass ich Gott suche, dass ich sage, Jesus, gibt es dich wirklich, und dann diese Entscheidung treffe, du darfst in mein Leben kommen, ich möchte es annehmen, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Nur das ist noch nicht das Christsein, was eben Jesus erzählt. Nicht einfach eine Entscheidung und dann warte ich, bis ich mal sterbe, sondern das möchte ich dir auch nochmal aufmalen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, es zu leben. Ich male dein Leben als Kreis, was anderes kann ich auch nicht wirklich malen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass es verschiedene Lebensbereiche gibt. Und diese Lebensbereiche habe ich mal auch wieder als Kreise gemalt. Ja, sehr schön. Also wenn die Kreise, die Lebensbereiche sind unterschiedlich wichtig, vielleicht in deinem Leben unterschiedlich dominant. Und dann habe ich ein Kreuz gemalt als Symbol von Jesus, der außerhalb dieses Kreises lebt oder ist und damit wie nichts zu tun hat. So kann ich leben, mein Glauben und sagen, naja, es gibt irgendwo diesen Gott. Den nächsten Step, den ich machen könnte, ich entscheide mich für Gott, ich entscheide mich, dass Jesus in meinem Leben ist. Das heißt, er ist ein Teil von diesen vielen Lebensbereichen. Auch das ist nicht das Christsein, wo Jesus gesagt hat, das Abenteuer, das er für dich und für mich hat, ein Leben, das wirklich Veränderung hervorbringt und ein Abenteuer, nach dem du und ich mich sehnen. Das ist nämlich ein anderer Kreis, den möchte ich nochmal hier daneben. Jesus sagt das mal so, wenn du dich für mich entscheidest und dafür entscheidest, dass ich der Mittelpunkt deines Lebens sein darf und in allen Lebensbereichen von dir präsent sein darf und dir Stück für Stück zeigen darf, was meine Ideen sind für dein Leben, dann kommt nicht nur Ordnung rein, da kommt Ruhe rein, da kommt Frieden rein und da kommt ein göttlicher Frieden rein. Und Jesus ist davon aufgegangen, wenn du eine Entscheidung triffst für ihn, wenn du den Step gehst, dass du sagst, du darfst der Mittelpunkt meines Lebens sein, alle Lebensbereiche möchte ich mit dir leben und erleben, was du dir darunter vorstellst und dann Schritt für Schritt erkennt, was Gottes Wille für mein Leben ist, das würde er als Christ definieren und ich auch. Wenn du da Interesse dran hast, da Schritte zu gehen, lade ich dich ein, entweder sonntags vorbeizuschauen oder über unsere Info-Adresse weitere Fragen zu stellen, damit du dieses Abenteuer auch erleben kannst, was heißt es, ein lebendiges Christsein zu leben. In dem Sinne verabschiede ich mich von dir, freue mich auf die nächsten Fragen und sag Daumen hoch.